Der Krieg in der Ukraine hat Wladimir Putins Popularität in Russland nur noch gesteigert. Da die Opposition außer Gefecht gesetzt und die unabhängige Presse mundtot gemacht wurde, wächst sein Image als starker Mann, der entschlossen ist, alles zu tun, um sein Volk zu verteidigen. Er arbeitet hart und schützt unser Land. Zustimmung, nach der der Kreml sich zutiefst sehnt, sagt Sozialwissenschaftler Alexei Levinson. Unsere Eliten und Putin selbst brauchen diese Art von Beifall. Sie tun alles dafür, ihn zu bekommen, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch im Fernsehen. Levinson sagt, viele Russen glaubten, dass Putin die Militäroperation für das russische Volk begonnen hat. Seine Beliebtheitsrate ist von 63% auf 83% gestiegen. Lügen diese Menschen? Let's imagine they are lying. Stellen wir uns vor, sie lügen. Dann messen wir trotzdem die Lügen über viele Jahre. Und der Unterschied von Dezember bis März ist dennoch 20%. Man trifft aber auch in Russland auf Menschen, die Putin kritisieren. Ich glaube, er ist verrückt. Ich verstehe nicht, wie die Leute ihn immer noch mögen und warum er an Popularität gewinnt. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn schon.